So, weiter geht's. Ach, da haben wir wieder so ein krasses Ding. Aber den kriegen wir alle hin. Jetzt müssen wir erstmal überlegen. Ja, warte mal. Da können wir doch bestimmt. Warte mal, wenn ich hier so eine Kiste nehme. Und dann fliege ich einfach. Oh. Ja, wunderbar. Nein! Oh. Wunderbar. Oh, gehen wir erstmal hier runter. Scheiße, ich sehe hier gar nichts, Alter. Das ist natürlich blöd. Da sieht man gar nichts, ey. Scheiße. Na, no, es geht ja nicht da hoch, ey. Hier gibt es jede Menge Bücher über die Artefakte. Und über uns. Der Wahn des... Hoffentlich steht da drin. Als der Alte... Was? Jemand hat... Er wollte Sarek genannt werden, statt bei seinem echten Namen. Und er wollte, dass ihm die Zauberer der Astralakademie alle Artefakte der Macht bringen, damit er sich heilen konnte. Doch die Zauberer verweigerten ihm diesen Wunsch und schließlich schwanden die Lebensgeister des alten Königs und er starb. Doch sein Geist blieb bestehen, womöglich allein durch seinen starken Willen. Und er stahl die Artefakte für sich, nur das Artefakt der Seele nicht. Das Artefakt der Seele wurde von dem Zauberer Amadeus, dem Ritter Pontius und der Diebin Soja aus seiner Kammer geholt. Sehr interessant. Frag mich gerade... Wie wir das hier hinkriegen. Aha. Oh, gehst du da hoch? Na, ja, geht doch. Hier. Ach, scheiße, warte mal. Ah, mich würde da unten mal interessieren, wie ich da hinkomme. Nein! Nee, hier kann ich gar nicht machen, oder? Scheiße. Ist natürlich blöd. So, dann haben wir hier schöne, die können wir uns langhangeln. Weil das hätte ich ja fast übersehen, die Scheiße. Noch irgendwas. Oh, die Scheißkuh ist im Weg. Ach, scheiße, ey. Na gut, da war eh nicht mehr viel. Ja, wie wir da runterkommen, ey. Ja, hab ich keine Ahnung, ey. Egal, gehen wir weiter.
Da oben ist noch was. Aber für was ist die cool? Ah, ist bestimmt für draußen. Denke ich mal. Ja, zeig ja. Ach. Sag mal, was ist denn das hier? Na. So, noch ein Stück, so. Na, oh, alles klar, ey. Na, okay. Kicken, ob wir das hinkriegen. So, jetzt hoch mit dir hier. Nein! Na! Oh, geil. Na, geht er hoch, verdammt. Oh, warte mal, Moment. Oh, da komme ich doch gar nicht hoch, ne? Nein! Oh, komm her hier. Na, wunderbar. Haben wir jetzt hier? Na komm, noch ein Stück. Ach, komm schon hier, ey. Ah, dann mach ich das Ding da auf, so. Na, gehst du hoch da? Ah, den brauch ich da oben, ey. Och, geh doch da hoch, Mensch. Na, wunderbar. Ja, dann kommen wir erstmal da hoch. So. Über die Artefakte der Macht. Die Artefakte der Macht verwirren und verängstigen auch weiterhin die Zauberer der Astralakademie. Die Artefakte wurden vor 100 Jahren aus alten Zwergenruinen geborgen. Doch nur wenige Gelehrte erwähnen, dass sich die drei Objekte in einer Art Gefängniskammer befanden, statt in einer arkanen Schatzkammer. Wir wissen nicht genau, was diese Artefakte machen oder weshalb sie existieren. Aber sie geben uns das Gefühl, dass sie alle einen eigenen Geist besitzen. Besonders das Artefakt der Seele. Sehr schön. So, da haben wir auch noch so ein Ding. Oh, ein scheiß Zauberer, ey, hier. So. Kicken, ob ich da aufkomme. Ja. Mann, Mann, Mann.
Vorsicht, scharfe Kanten. Passt auf. Ich denke mal, wir werden hier nicht alle Teile einsammeln, ey. Vergiss es, ey. Na, kommt her hier. So. Der immer besser hier. Was? Mehr ist hier nicht? Oh Mann. Nun, ist es klug, dem besitzergreifenden schwarzen Rauch durch die ganze Akademie zu folgen? Du bist der Zauberer, du musst sowas doch wissen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im dritten Part wieder. Haut da rein.